heute bei Wer weiß denn sowas? Das Familie-Drews-Duell. Jürgen Drews mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Joelina Drews und Elton. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir spielen heute das Vater-Tochter-Duell hier, wer weiß denn sowas, mit Jürgen Drews und seiner Tochter Joelina. Unterstützt natürlich auch heute wieder von unseren beiden Teamkapitänen Bernhard und Elton. Und gleich was ganz Interessantes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Igel, wenn sie Winterschlaf halten, ihre Körpertemperatur auf bis zu 1 Grad absenken können? Spannend, spannend, spannend. Und das ist noch lange nicht alles. Wir haben noch viel mehr Spannendes vorbereitet. Schauen aber erstmal auf die Publikumsverteilung. Wir haben sich unsere Zuschauer verteilt. Hinter Bernhard und Jürgen Drews sitzen 75 Zuschauer. Und hinter Elton und Joelina Drews 47. Dann können wir loslegen. Hier sind unsere 12 Kategorien auf unserer Wand. Die 12 Kategorien sind Trick 17, Kanada, Straßenverkehr, andere Länder, andere Sitten, tierisch, Bayern, Spielplatz, Klassik, Hund, Katze, Maus, total genial, das Fragezeichen und Essen und Trinken. Jürgen und Bernhard, ihr dürft die erste Kategorie wählen. Total genial. Total. Ist ja in Hamburg. Nehmen wir. Kriegt ihr. Erste Frage. Womit lässt sich eine zerbrochene Glühbirne verletzungsfrei aus der Fassung drehen? A. Bündel Spaghetti. B. Rohe Kartoffel. Oder C. Zwei Nägel. Also wir haben eine Glühbirne in einer Fassung und die ist kaputt. Das ist jetzt nur, damit ich es verstanden habe. Warum sprichst du so mit dem Jürgen? Nee, ich rede mit, ganz ehrlich. Ja, weil er weiß, dass ich nicht so viel verstehe. Ich rede mit mir so. Ach so. Aber es fällt halt nicht so auf, wenn ich es zu einem anderen sage. Wenn ich es kapiert habe. Mit zwei Nägeln verletzungsfrei aus der Fassung drehen. Dann willst du das machen? Dann würdest du, wieso? Das ist doch eine kaputte Glühbirne. Ja. Ich würde sie erstmal zerbrechen und dann nehme ich die Nägel von innen rein und drehe. Wie, du würdest die Nägel von innen rein? Nein, also wenn das ist jetzt, das ist die Glühbirne. Ja. Ne, die alten Glühbirne. Dann habe ich das Glas weg, nehme einen Nagel, den stecke ich da rein, von innen und da rein und dann drehe ich dran. Und dann kann ich das doch rauskriegen. Und wo steckst du das dann rein? In das Metall? In das, ja, in das Metall. Da ist Porzellan? Doch, ist doch Porzellan. Du steckst den Nagel in das Porzellan? Nicht reinstecken, aber ich arretiere es so. Okay. Und dann kann ich es wieder drehen. Also während wir, was hat eine rohe Kartoffel mit dem Rausdrehen? Naja. Eine rohe Kartoffel hat eine... Naja, du drückst die da rauf und dann drehst es raus. Ich drücke die rohe Kartoffel auf den zerbrochenen Rest und dann drehst du die Kartoffel drehst du dann raus. Aber lass mal überlegen, Bündel Spaghetti, was soll das? Das ist natürlich sehr lustig. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Man müsste es mal probieren. Aber, ja, aber das wollen wir jetzt nicht. Ich meine, die Fassung ist ja so ein rundes Ding und du drückst da die Spaghetti rein. Die verkanten sich, du drehst das nah dran, zack, raus. Also Bündel Spaghetti fällt für mich aus. Für dich auch? Für dich auch, du würdest... Mit den Nägeln, ich glaube Kartoffel. Machen wir B. Wir nehmen B. Vielleicht... Wenn jetzt ist das ja richtig. Das Schnell ist es beim Renovieren passiert, dass die Leiter gegen die Birne stößt und sie zerspringen lässt. Wegen der scharfen Glaskanten lässt sie sich jetzt nur schwer aus der Fassung drehen. Um Schnittwunden zu vermeiden, kann man eine rohe Kartoffel zu Hilfe nehmen. Diese aufschneiden, andrücken und mit der Birne vorsichtig herausdrehen. Die zersprungene Birne bleibt sicher in der Kartoffel stecken. Sehr gut. Die erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Wir lernen mal was. 500 Euro. Machen wir. Ja? Wie fangt ihr an? Straßenverkehr. Mhm. Welcher Regelverstoß kann bei Fußgängern mit einem Bußgeld geahndet werden? A. Gehen auf der Fahrbahn, obwohl ein Gehweg vorhanden ist. B. Musik hören beim Überqueren der Straße. Oder C. Benutzung des Gehwegs auf Inlineskates. Ah, schade. Ich dachte, das wäre ein bisschen einfacher. Mhm.
genau. So, es muss ja irgendwie eine Ordnungswidrigkeit sein, sonst wirst du ja nicht, kriegst ja kein Bußgeld. So, was ist davon komplett in Anführungszeichen verboten? Benutzung des Gehwegs auf Inlineskates, ist das verboten? Was soll man, soll man sonst mit Inlineskates auf dem Fahrradweg oder auf der Straße fahren? Ich würde eher sagen, Musik hören beim Überqueren der Straße oder gehen auf der Fahrbahn, obwohl ein Gehweg vorhanden ist. Ja, das, sind wir schon mal, das ist schon mal gut. Also C schließen wir aus, weil wo soll er sonst hin? Ich glaube, der muss nicht auf die Straße mit Inlineskates. Nee. Das ist, und vor allem, also, nee, glaube ich nicht. So. Glaube ich auch nicht. Gehen auf der Fahrbahn, obwohl ein Gehweg. Das heißt, der muss ein Fuß. Das ist echt schwierig. Musik hören beim Überqueren der Straße, ist das. Ich tendiere gefühlsmäßig sogar zu B. Weil, wenn man zu laut Musik hört und am Steuer sitzt zum Beispiel, ist es ja auch verboten. Man muss ja hören, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Krankenwagen oder sowas angefahren kommt, dann muss man das ja hören können. Das heißt, es ist ja nicht erlaubt eigentlich. Mhm. Ja, da hast du recht, das stimmt. Warum sollte gehen auf der Fahrbahn, ja... Ja, ist man dazu verpflichtet, einen Gehweg zu benutzen? Ich glaube nicht. Oder kann man sagen, ach, ist mir egal, ich gehe auf der Straße. Ha, ha, ha. Ich habe keine Ahnung, ich bin für A. Der gefährdet sich, der gefährdet den Verkehr, obwohl er auf dem Gehweg gehen kann. Das würde ich nehmen. Also, ich brauche eine Entscheidung. Ich auch. Wollen wir ohne Publikum mal A riskieren? Ja, komm, ich gehe mit dir. Wir nehmen A. Okay. Ich muss nämlich heute pünktlich raus, weil ich habe morgen Sendung. Auch Fußgänger haben sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Die Grundregel aus § 25 der Straßenverkehrsordnung lautet, wer zu Fuß geht, muss Gehwege benutzen. Verstößt der Fußgänger dagegen, obwohl ein Gehweg oder Seitenstreifen vorhanden ist, wird ein Bußgeld in Höhe von 5 Euro fällig. Mit Unfallfolge sind es 10 Euro. Richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Musik hören ist tatsächlich nicht verboten. Ist ja auch schwer zu überprüfen, ne? Wenn man Kopfhörer auf hat, wie soll jemand sagen, ob das jetzt zu laut war oder nicht? Oder ob überhaupt Musik an war. Also, 500 Euro bei beiden Teams. Nächste Kategorie. Essen und Trinken. Essen und Trinken. Ein Spezialgebiet, Papa. Ja, ist er gut? Sehr gut. Brötchen von Supermärkten, Discountern und Backketten. A, dürfen Natriumacetat enthalten. B, sollten nicht wieder erwärmt werden. Oder C, müssen alle 30 Minuten aus der Auslage ausgetauscht werden. Also, dürfen Natriumacetat enthalten. Das wäre sehr speziell. Was ist denn Natriumacetat? Das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich war in Chemie oder wie schlecht. Das könnte eigentlich auch eine Frage sein. Was ist Natrium? Na, ein Gift. Ja, genau. Das ist ein Gift. Und die Brötchen von Supermärkten, Discountern und Backketten, die dürfen Gift enthalten. Also. Das sind diese berühmten Schwiegermutterbrötchen. Ja, aber du weißt ja nicht, ob das nicht was ganz Tolles ist, was man damit die frisch bleiben. Ja, aber warum sollte wenn das irgendeinen Vorteil hat, warum sollte das dann Supermärkte genau, und Discounter, ja. Warum sollte das dann jemand in der normalen Bäckerei nicht dürfen? Ach, bist du clever. Das wäre so meine Idee. So. Sollten nicht wieder erwärmt werden. Weil dann fallen die nämlich in sich zusammen, dann schmecken die nur noch. Ja, vielleicht ist da ein Mittel drin, was die zum Backen benutzen, was beim Wiedererwärmen dann schädlich ist. So. Müssen alle 30 Minuten aus der Auslage ausgetauscht werden, können wir vergessen. Ja, auch da ist natürlich die Frage, warum nur die bei Backketten? Wenn ich jetzt den Bäcker bei mir um die Ecke nehme. Dann dürften die ausgetauscht werden. So, das ja darf der dann die länger da drin halten? Eigentlich auch nicht dann. Das ist doch die Frage. Ist das eine Publikumsfrage? Würdest du das Publikum benutzen? Ja, das überlege ich. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Also ich hab da keine eindeutige Tendenz. Bei Natriumacetat habe ich gar keine Ahnung, was das ist. Das haben wir ja beide festgestellt, das wissen wir beide nicht. Ich glaube auch, das fällt sowieso aus. Also, dann müsstet ihr euch jetzt nur entscheiden. Entweder was machen wir jetzt, Publikum oder? Wir nehmen das Publikum. Publikumsjoker. Mitarbeiter das muss ich mir oder Mitarbeiterin angucken, eines Supermarktes. Abonnenten Hallo. Der Bäckerblume. Uiuiui. Uiuiui. Aber dann wissen wir, dass das eine schwere Frage ist. Das ist schon mal beruhigend. Wenn die jetzt alle aufspringen, dann ist es peinlich. Boah. Bringt euch jetzt nicht weiter. Okay. So, genau. Du willst morgen auch pünktlich zu Hause sein, ne?
möchtest du, dass es vorangeht? Ne? Wie heißt du? Kerstin. Hallo Kerstin. Was woher ist Natriumacetat? Weißt du, was Natriumacetat ist? Ja, weiß ich schon vom Labor her, aber also ich könnte mir jetzt auch nur vorstellen, dass es dazu dient, dass sie länger frisch bleiben, also länger weich bleiben oder sowas. Aber ich habe auch keine wirkliche Ahnung. Was ist denn Natriumacetat? Genau. Wofür wird das denn so? Salz, also es ist sonst auch ein Salz halt, was eben eingesetzt wird. Aber... Okay, also gut. Ich hätte jetzt auf A getippt. Ja. Weil ich glaube, dass die manchmal, also wenn wir die Brötchen aus dem Supermarkt holen oder sowas, liegen die manchmal länger als eine halbe Stunde garantiert. Vielleicht ist es aber auch falsch, dass der Supermarkt das nicht darf. Gut, also du hast gesagt, es ist Antwort A. Sehr gut. Du glaubst, sie dürfen Natriumacetat enthalten, weil es sie länger frisch hält. Mehl, Malz, Wasser und Hefe. Mehr braucht es eigentlich nicht, um ein Brötchen zu backen. Und doch unterscheiden sich Brötchen von Backstationen häufig von den traditionell hergestellten aus der Bäckerei. Damit der Teig schneller reift, leichter verarbeitet und lange gelagert werden kann, kommen bis zu 20 Zusatzstoffe zum Einsatz. Darunter Phosphate, Natriumacetat und Ascorbinsäure. Da die Zusätze legal und nach der Verarbeitung nicht mehr nachweisbar sind, müssen sie nicht ausgewiesen werden. Sehr gut und richtig. Dankeschön. Glückwunsch zur richtigen Antwort. Und damit kommen 500 Euro bei euch dazu. Ihr steht bei 1000. So, und wir haben die nächste Kategorie. Und Katze, Maus. Ja. So, jetzt seid ihr dran. Ja. Eltern. Forscher eines Max-Planck-Instituts haben herausgefunden, dass bei Spitzmäusen im Winter A. die Haut um 150% wächst, B. der Schädel um 15% schrumpft oder C. die Atmung um 5% heruntergefahren wird. Ich würde jetzt mal rein gefühlsmäßig C sagen. Damit weniger Energie verbraucht wird. Ja. Das weil das ist, hieße, ja. Wenn man, also B hieße ja, sie würden dümmer werden. und ich glaube nicht, dass der Schädel schrumpft, weil was würde denn dann da schrumpfen? Die Haut. Und da ist ja nicht viel Haut. Also, was würde da schrumpfen? Und die Haut wächst, das heißt, dass Mäuse quasi, dass sie größer werden würden? Elton sitzt da die ganze Zeit. Ich glaube, es ist C. Was sagt sie? Elton sitzt da die ganze Zeit wie so ein Wackeldackel. Ja, ja. ja. Nein, nein, sie hat ja vollkommen recht. Mein Problem ist wieder mal, das ist zu einfach. Weil das ist logisch, klar. Im Winter, egal ob Winterschlaf oder Mäuse, klar, ist weniger Atmung, das Herz wird ein bisschen langsamer. Vielleicht wollen wir uns doch einfach nur verunsichern. Also überleg doch mal, warum sollte die Haut wachsen? Ja, A schließe ich auch aus. Und warum sollte der Schädel schrumpfen und was schrumpft da? Was kann da schrumpfen? Wenn, dann ist es ja nur das Gehirn. Aber der Schädel ist ja der Knochen. Der schrumpft doch nicht. Okay, wenn ich Unrecht habe, entschuldige ich mich. Nee, ich bin ja komplett bei dir. Wir nehmen C. Was habe ich klar. Angst? Wenn dich übrigens mein Mann zum Hund-Katze-Maus-Spielen einlädt, sei vorsichtig. okay. Spitzmäuse müssen alle 2 bis 3 Stunden Nahrung zu sich nehmen. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in Seewiesen fanden nun heraus, mit welchem ganz besonderen Trick sich die Nager mit ihrem hohen Stoffwechsel das Überleben in den kargen Wintermonaten sichern. Knochen, Organe und Gehirn schrumpfen im Winter. Ihr Schädel sogar um 15%, um dann im Frühjahr wieder um 9% zu wachsen. So können die kleinen Insektenfresser bei Nahrungsmangel und niedrigen Temperaturen Ressourcen einsparen und ihren Energiebedarf senken. Ja, aber Spitzmäuse werden nur 13 Monate alt. Sie müssen das also nur einmal durchmachen im okay. Leben. Ja. Aber das ja. macht es bleibt erstmal bei 500 Euro. Es wird aber sicher noch was dazukommen. Ach, bei euch könnte es schon jetzt passieren. Ja. Kennst du dich mit Klassik aus? Ich weiß gar nicht, was Klassik ist. Du meinst mit klassischer Musik. Ja, sollen wir dann Spielplatz nehmen, wenn wir nicht? Ja, das wäre dann witzig. Wir nehmen Spielplatz. Bin ich gespannt, hatten wir, glaube ich, noch nie die Kategorie Spielplatz. Kleinkinder, die auf dem Schoß eines Erwachsenen eine Rutsche hinunterrutschen. A. haben im Erwachsenenalter weniger Angst vor Achterbahnfahrten. B. haben ein erhöhtes Risiko von Beinbrüchen. Oder C. haben eine geringere Adrenalinausschüttung als Alleinrutscher. Bist du ein Alleinrutscher gewesen? Nein. Das ist geil. Allein. Also, bist du ein Alleinrutscher oder ein Schoßrutscher? Alles.
Das stand vor kurzem irgendwie in der Zeitung. Und seitdem laufe ich extra über Spielplätze und erkläre das den Eltern. Die wollen das aber gar nicht hören. Was erklärst du denen? Dass das total gefährlich ist. Was? Dass da runterrutschen. Weil du kannst das Bein einklemmen der Kinder. Und dann gibt es, glaube ich, sogar Drehbrüche. Also stell dir vor, ich bin jetzt... Ja, ja. Also du, mein Bein das. Kommt unter dein mal, Bein und du rutschst dann drüber. Stell mal ganz kurz das auf, ist ungefähr ja, ich rutsche jetzt bei dir jetzt die Beine runter oder was? Ui, jetzt. So, wir stellen uns jetzt mal vor. Nein. Stellen wir uns mal vor, du bist der Papa. Du raten, wer hier das Kind spielt. Ja, genau. Ne? Hier, komm her. Komm. Wie soll das denn gehen? So, pass bitte auf deine, pass auf deine Weichteile musst auf. Mich jetzt, du musst mich natürlich festhalten, weil du bist mein Vater. Tu so, als wärst mein Vater. So, und jetzt kann es passieren, du wolltest doch schon immer meinen Sohn. Du wolltest doch bestimmt auch immer meinen Sohn. Mit dir, dass ich das erleben darf mit dir. Ich bin im Moment... Ich bin im Moment dein Sohn. Ja, ja, ich jetzt komme ich hier mit dem Bein drunter. Du rutschst aber weiter und dann kommt es hier zu Knochenbrüchen in den Beinen, weil du mit deinem großen Gewicht... Dann kommt der Sturz. Dann diese, so, und dann bleibe ich hier hängen und dann... Hä? Es ist gefährlich, weil du eine viel größere Masse hast als ich. Ach so. Das nicht persönlich nehmen, das ist jetzt für die Antwort nötig. Ja, also, dann müssen wir uns entscheiden. Komm, wir setzen uns wieder hin. Wir müssen uns nicht entscheiden. Also du musst dich schon entscheiden. Ich habe mich schon entschieden. Wieso? Weil ich werde B nehmen. Aber du kannst gerne noch für A kämpfen. Ich werde danach trotzdem B nehmen. Und danach versuchst du es mit C und ich werde immer noch B nehmen. Also die haben im Erwachsenenalter weniger Angst vor Achterbahnfahrten, das glaube ich auch nicht. Haben eine geringere Adrenalinausschüttung als die Alleinrutscher. Wir nehmen B. Wenn du das sagst, bitte, ich habe keine Ahnung. B. Nach angehenden Experimenten haben sich für B entschieden. Bei einer US-Untersuchung nahmen sich Forscher 12.700 dokumentierte Rutschunfälle von Kleinkindern vor. Die häufigsten Verletzungen beim Rutschen waren Brüche der unteren Extremitäten. Dabei stellte sich heraus, dass die Hauptursache für solche Brüche das Rutschen auf dem Schoß einer erwachsenen Person war. Denn oft bleiben die Kinder mit den Beinen an der Rutsche hängen, wobei der Schwung des Erwachsenen sie weiterschiebt. Rutscht ein Kind hingegen alleine, sind die Kräfte, die auf die Beine wirken, geringer. Richtige Antwort. Alleinrutscher leben sicherer. Du bist jetzt mein Sohn. So, 1.500 Euro sitzt wir, bei euch. Wie bei du euch das vorgeführt hast, werden das ich es nicht jetzt hoffentlich 1.000. Trick 17. Wer Salatblätter in einer Schüssel mit Frischhaltefolie abdeckt, um sie mehrere Tage im Kühlschrank zu lagern, sollte vorher noch A. die Frischhaltefolie mit etwas Salzwasser besprühen, B. ein gefaltetes Blatt Küchenpapier auf die Salatblätter legen oder C. eine Kaffeebohne auf dem Schüsselboden deponieren. Also C. würde, glaube ich, würde ich schon mal ausschließen, oder? Das würde doch sonst den Geschmack der Kaffeebohne annehmen. Ich würde A oder B sagen. Was ich mir vorstellen kann, ist B. Und zwar, es ist ja Feuchtigkeit auf jeden Fall in den Salaten. Wenn der Salat jetzt in der Schüssel liegt und du packst Küchenpapier drüber, kann A, die Feuchtigkeit, nicht unbedingt sofort nach oben steigen. Das heißt, es wird schon vom Küchenpapier aufgenommen. Mhm. Und B, falls doch was nach oben geht, tropft das ja irgendwann wieder runter und dann geht Salat es auch aufs Küchenpapier und nicht auf den Salat. Genau, wenn es auf den Salat gehen würde, dann würde er ja nicht mehr frisch sein. Dann würde er ja so labbrig werden. Deswegen? Ich sag auch B. B. Ah, interessant. B. Praktischer Tipp, durchaus einer etwas, klatscht was man immer mal leise wieder braucht. Salatblätter übrig? Auch im Kühlschrank sind diese nur begrenzt haltbar, bis sie matschig werden. Der Trick? Man nimmt ein gefaltetes Blatt Küchenpapier und legt es auf den Salat. Diese enthält naturgemäß etwas Feuchtigkeit, die zum Großteil vom Papier aufgesaugt wird. Der Unterschied ist deutlich. Auch nach ein paar Tagen bleiben die Salatblätter unter dem Küchenpapier knackig und frisch. Hey. Jawohl, richtige Antwort. Und hier steht damit bei 1.000 Euro. Sehr gut. Weiter geht's. Oh, no. Tierisch. Eine neu entwickelte Katzenstreu. A. Kann auch verfüttert werden.
B, wird durch Feuchtigkeit magnetisch und durch Anziehung entsorgt. Oder C, zeigt durch bunte Verfärbung auf, wie gesund die Katze ist. Aha. Habt ihr eine Katze, Jürgen? Nein. Wir haben 3 Hunde, wir hatten bis vor kurzem noch 5. Meine Güte, ja, da hätte eine Katze ja auch geil, schwer, oder? Ist doch super. Eine neu entwickelte also, Katzenstreu kann auch verfüttert werden. Also was ist der Sinn? Das kann ja Sinn machen, weil Katzenstreu unfassbar viel Müll ist. Und vielleicht kann man das dann... So viel Müll ist das nicht. Katzenstreu? Das bleibt doch immer liegen in diesem Katzenklo. Ja, Katzenklo. Toll ist natürlich, wird durch Feuchtigkeit magnetisch und durch Anziehung entsorgt. Total super. Ist das geil, die haben es dann am Hintern hängen und entsorgen das irgendwie. Ja genau, da kriegt die Katze ein Magnet an den Schwanz gebunden und wenn sie geht, zieht sie es hinterher. Und wenn sie draußen rumläuft... Ich muss gar nicht anders sagen. Ist das bescheuert. Also B kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, das ja zeigt durch bunte Verfärbung auf, wie gesund die Katze ist, könnte man natürlich... Ja, aber was für eine Krankheit, das könnte natürlich, wenn die Diabetes hat, da kannst du den Zucker, kann die auf Zucker reagieren. Ja, jetzt müsste man jemanden aus dem Labor kennen, der sich aber mit Chemie auskennt. Dann kann auch verfüttert werden. Das ist natürlich toll, das muss man sich mal vorstellen. Du kannst Exkremente. Boah. Nee, also, die Katzenstreu. Die Katzenstreu, gut, die kann dann verfüttert werden, aber immerhin. Die wechselst du ja regelmäßig, also ja, total viel Müll und vielleicht kann man das dann. Das glaube ich. Also, was machen wir? A oder C? Komm. C. C. Was sagt ihr? Ja. B. Ach, Jürgen. Übernimmt da einmal Verantwortung. Hab ich doch. Katzen neigen dazu, ihre Krankheiten zu verbergen. Ein US-Unternehmen entwickelte nun eine Katzenstreu, die dem Besitzer ermöglicht, den Gesundheitszustand des Tieres im Blick zu behalten, und zwar durch Verfärbungen. Das funktioniert abhängig von der Zusammensetzung des Urins. Leuchtet die Streu nach der Benutzung blau, könnte eine Harnwegsinfektion vorliegen. Grün weist auf ein Nierenproblem hin. Rot könnte ein Indiz für Blasensteine sein. Eine gelbe Verfärbung gibt Entwarnung. Die Katze erfreut sich bester Gesundheit. Ja. Richtige Antwort. Warum geht das für Menschen nicht? Du kannst ja mal ausprobieren. Das müsste es für Menschen auch geben. Das wäre vielleicht ideal. Funktioniert das ja auch bei Menschen. Da piesel ich in die Katzenstreu rein, was los ja, ist. Ja, genau. Das Problem ist, dann wird es blau und dann musst du aber zum Tierarzt. Ja. Ich sag, Jürgen, du versuchst das mal, probierst es mal aus und lässt uns dann wissen, was dabei rausgekommen ist. Ne? Also, ihr steht bei 2000 Euro. Andere Länder, andere Sitten. Andere Länder, andere Sitten. Warum ist der sonst im Meer lebende Gießkannenschwamm in Japan ein beliebtes Geschenk an Hochzeitspaare? A. Er zerspringt, wenn er zu kalt wird. B. Er lebt in einer unzertrennlichen Symbiose mit Seeanemonen. Oder C. Krabben schlüpfen in den Schwamm und kommen nicht mehr raus. Was ist an C logisch? Ja. Das ist eine gute Frage. Der Gießkannenschwamm. Der Gießkannenschwamm. Der sonst im Meer lebende. Das heißt, vielleicht passiert irgendwas Bestimmtes, wenn er nicht im Meer ist, wenn er außerhalb des Wassers ist. A, glaube ich nicht, weil wenn es zu kalt wird, das heißt, sobald es kalt wird, würde er zerspringen und das heißt dann, dass die Beziehung irgendwie Knacks hat, ja. Ich glaube, ja, dass es einfach nur ein Symbol ist für sowas wie B. Es kann natürlich sein, dass hier, wenn hier, wie heißt Polterhochzeit, kann natürlich sein, dass du mit Porzellan das Ding, das soll Glück bringen. Und vielleicht soll das dann ja hier auch eine Art Glücksbringer sein, dass das dann zerspringt. Also es macht ja auch keinen Sinn, Porzellan zu zerschleppen. Machen die in Japan sowas? Das weiß ich nicht, das wollen die ja wissen. Ich glaube, weil... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich... Was mich nur ein bisschen stutzig macht, das sonst im Meer lebende, ich nehme mal meist ganz stark an, dass es im Wasser kälter ist als draußen. Das heißt,
wenn du den rausholst, dann zerspringt der sofort. Ja, aber... Nee, Moment. Es kommt auf die Temperatur an. Also er zerspringt, wenn er zu kalt wird. Ja, aber das macht... Ach so, nee. Ich finde, das macht gar keinen Sinn. Wenn er warm wird, so, ist egal. Hab falsch verstanden. Aber sowas kann ja auch passieren, wenn die Beziehung noch... Nee, unten im Wasser ist es kalt. Also, nee. So, Krabben, wollen wir noch mal ganz kurz aufzählen. Krabben schlüpfen in den Schwamm und kommen nicht mehr raus. Ja, weil sie tot sind. Weil sie verhungern und kommen nicht mehr raus. Und dann schütteln sie die raus und ah, so zieh verstehe ich nicht. Hat das Liebespaar was zu essen, wenn mal schlechte Zeiten kommen? Ja, wer weiß. So, was macht das aber für einen Sinn mit der Seeanemone? Also, der Schwamm lebt in einer unzertrennlichen Symbiose mit Seeanemone. Weil das ein symbolisches Zeichen ist für Zusammenleben. Unzertrennlich. Unzertrennlichkeit. Ewige Liebe. Ja. Okay. Aber. Aber stimmt, warte mal. Wenn dann der Schwamm da getrennt wird von der Seeanemone, dann würden die ja getrennt werden. Oh. So. Das ist fast ein bisschen traurig. Das wäre blöd. Was mich noch stutzig macht, Seeanemonen wachsen wahrscheinlich an einem See. See ist Süßwasser. Schwamm, Meer, Salzwasser. Das passt doch überhaupt gar nicht. Also sie können doch gar nicht unzertrennlich Symbiose leben, weil die Seeanemone im Süßwasser lebt und der Schwamm im Meer ist Salzwasser. Die können gar nicht zusammenleben. Deswegen schließe ich B aus. Ich bin ein kleines bisschen für C, weil ich finde, das ist so nach dem Motto Home Sweet Home. Also die Krabben schlüpfen da rein in den Schwamm und kommen halt nicht mehr raus. Die bleiben da, die kriegen da trotzdem ihre Nahrung, bleiben da. Wenn das natürlich verschenkt wird, wird natürlich die Krabben vorher rausgenommen. Das heißt aber, du hast nur den Schwamm quasi als Symbol. Hier, wir leben zusammen und ihr kommt da einfach nicht, ihr kommt aus der Hochzeit nicht mehr raus. Mhm. Also was machen wir? Müssen... Ich würde C probieren. Ja, okay. C. Der alte Romantiker. Ja. Home Sweet Home. Ich fand die Geschichte schön. Home Sweet Home. Der filigrane Gießkannenschwamm ist vor allem im westlichen Pazifik beheimatet. Sein feines Skelett besteht hauptsächlich aus Silikat, einem Salz der Kieselsäure. In Asien wird der Schwamm gerne an Hochzeitspaare verschenkt, als Symbol für Treue. Denn oftmals suchen Garnelenlarvenpaare Schutz im Innern des Schwamms. Sind sie ausgewachsen, kommen sie nicht mehr hinaus. Deswegen wird der Schwamm in Asien auch Gefängnis der Ehe genannt. Sehr gut. Richtig erklärt, 1500 Euro. Perfekt. So, wir haben noch vier Kategorien. Kanada, Bayern, Klassik und Fragezeichen. Jetzt darfst du dir mal was auswählen. Klassik. Ja. Mozarts Werk Der Messias. A. Dauert nur 2 Minuten und 30 Sekunden. B. Stammt ursprünglich von Georg Friedrich Händel. Oder C. Durfte zu Mozarts Lebzeiten nicht aufgeführt werden. Hui. Viel Spaß. Das ist, Ja, du hast dir das ausgesucht. Ja, damit du das dann beantworten kannst. Mhm. Wir teilen das auf. Lass doch Jürgen einfach raten. Tue ich doch sowieso die ganze Zeit. Ja. Aber du lagst gut damit. Findest du Bayern? Also, was ist mit Messias? Was ist mit dem? Warum könnte es so sein, dass... Also dauert... Der Messias, was könnte... Dauert nur 2 Minuten und 30 Sekunden. Also, das Stück Messias, ich meine, der Messias, das ist mir irgendwie bekannt. Das haben, glaube ich, meine Eltern mal gehört. Und die waren damit länger beschäftigt als 2 Minuten und 30 Sekunden. Händel lebte zur gleichen Zeit. Muss auch um die Zeit gewesen sein. Ist Händel nicht der, der von sag schon. Dem anderen. In der Nähe von Leipzig. Ja, genau, da. Ist der nach London gegangen. Richtig. Was lacht ihr? Sagst du auch? Nee. Ich kann mir B vorstellen, dass das. Der hat dort geklaut. Haben die nicht damals auch alle untereinander geklaut? Ja, klar, machen wir ja heute noch. Ja. Also da ist so ein leichtes. Ich würde auch dazu tippen. Also wir müssen ja raten, weil wir kein Publikum mehr haben. Deshalb raten wir B. Weil warum soll das nicht aufgeführt werden? B. Wir raten B. Ohne Ahnung zu haben.
Also ich mag Händel ja auch gerne. Händel. Ja, ja. Am liebsten mit einer Maßbier. Ja, mir klar. Der Messias schrieb Mozart im Auftrag des Barons Gottfried van Swieten. Es sollte im privaten Kreis des Wiener Adels aufgeführt werden. Durch die Bekanntschaft van Swietens hatte Mozart Zugang zu dessen Privatbibliothek und konnte dort Partituren von Bach und Händel studieren. Im März 1789 nahm er sich Händels Oratorium Messia vor und modernisierte es im Stil der Klassik. Mozarts Coverversion wurde im Palais des Grafen Johann Esterhazy erstmals aufgeführt, 47 Jahre nach Händels barockem Original. Wow! Die richtige Antwort, ihr steht bei 2500 Euro. Und in Mozarts Version dauert das Stück übrigens 2,5 Stunden. Wo ist denn dein Wir dürfen Friseur? Noch einmal wählen. Kanada, Bayern oder Fragezeichen? Kanada. Ich möchte mal wissen, welchen Friseur er hat. Der liegt bei meinem Friseur. Wer in der Tundra Kanadas auf sogenannte Pingos trifft, A. Toll. Sieht mit Pflanzen bedeckte Eishügel, B. Kann preisgekrönten Ahornsirup erstehen oder C. Hat eine seltene dreibeinige Laufvogelrasse vor sich. Dreibeinig? Ich habe noch nie dreibeinige Vögel gesehen. Was, darum sind die auch so selten wahrscheinlich. Boah, Tundra. Das ist totaler Bullshit. Sieht mit Pflanzen bedeckte Eishügel. Das heißt, es ist ein Eishügel und da drauf oder da drüber sind Pflanzen. Warte mal, Tundra ist doch die, also hinten, da ist ja nichts, oder? Da ist doch einfach nichts außer Natur. Das heißt, sind zumindest nicht viele Bäume. Das heißt, Sinn macht es nicht, da preisgekrönten Ahornsirup zu erstehen, weil das geht ja eigentlich nur in Geschäften. Oder? Ja. So meinst du das? Ja, ja, ich habe eben auch gerade überlegt und... Nee, das macht doch keinen Sinn, ja, oder? Ja, du hast völlig recht. Ja, das kann da... Ja, nee, ich glaube, die meinen tatsächlich... Ich weiß nicht, ja, ich weiß, was sie meint. Nee, ich versuche... Ja, ja, ich weiß, ja, auch, ist was schon klar. Meint. Kann mir das aber nochmal einer erklären? Nee, ja, ist ja alles klar. Ich glaube, es sind diese Eishügel, die halt mit Pflanzen bedeckt sind. Was super selten ist, weil normalerweise wachsen Pflanzen ja nicht in so einer kalten Umgebung und schon gar nicht auf einem Eishügel. So. Und diese Eishügel nennt man Pingos. Bist du der Sprache Französisch mächtig? Nee. Gut, hätte man fragen können, was Pingos, Pingos. Ich kann mir das nur von Pinguinen ableiten. Tja, aber dann sind wir bei Vögeln. Aber das ist mir, glaube ich, zu doof. Pinguinen will ich nicht, dass das stimmt. Genau, das will ich einfach nicht, dass das richtig ist. Also, was machen wir? Ich sag A. Du sagst A? Komm, ich gehe mit dir. Wir nehmen A. Ich hab Angst. Auch Elton, das hättest du ein bisschen charmanter sagen können. Das ist doch schon allein charmant, dass er überhaupt sich mir anschließt. Das stimmt allerdings. Ohne Ja, ja, aber, und Aber. Aber er hätte es einfach nicht so, ja, ich gehe mit dir, hätte ich sagen, Jolina, mit dir gehe ich überall hin. Bis zu den Pingos. Ja. Ihr seid ein solches... Pulli hat... Lass ihr mich seid dein... ein Traumpaar, ihr beiden. Ja. Die ja, richtigen ja. Klamotten habt ihr ja, aber schon mal jetzt noch... Also gibst du Und wenn du das jetzt noch stimmt, Elton, mit A, kannst du sagen, Jolina, lass mich dein Eishügel sein. Oh mein den du Gott. Zum Schmelzen. Pingos kommen in Permafrostgebieten wie dem Norden Kanadas vor. Die bewachsenen Hügel werden erstaunlicherweise jedes Jahr größer und können mehr als 10 Meter hoch und 100 Meter breit werden. Unter der Pflanzendecke bestehen sie aus Eis. Grundwasser, das unter dem Permafrostboden fließt, steigt durch Druck nach oben, gefriert und bildet neues Eis. Der Boden wölbt sich dadurch auf und der Eiskern des Hügels wächst. Richtige Antwort. Sehr gut. Ihr steht bei 2000 Euro. So, ja, dürft ihr einmal wählen, Bayern oder das Fragezeichen? Wir nehmen Fragezeichen. Wir nehmen das, natürlich nehmen wir das Fragezeichen. Wer kommt in der Luftfahrt beim Turnaround zum Einsatz? A. Bodenpersonal, das den Flieger betanken muss. B. Copilot, wenn der Pilot beim Landen nochmal durchstartet. Oder C. Der Fluglotse, wenn durch die Witterung keine Maschine landen darf. Boah.
Ich würde B nehmen. Noch irgendein Argument oder einfach nur? Nö. Wenn der Pilot beim Landen nochmal durchstartet. Also, das heißt, der will landen. Ja, und kann ich wegen... Und muss jetzt... In welcher Winde die von der Seite kommt. Also, kommt beim Turnaround zum Einsatz kommt das Bodenpersonal, der Copilot oder der Fluglotse. Das heißt, das Bodenpersonal macht den Turnaround. Der ist dabei betätigt. Die betanken den Flieger, damit er wieder zurückfahren kann. Also, wieso sollte das Betanken Turnaround? Also, ja, oder das einmal drumrum sperren. Der Fluglotse, wenn durch die Witterung keine Maschine landen darf. So, das heißt, der Fluglotse sagt, dreh um, dreh um, dreh um. Genau das, ja. Das heißt, aber das wissen die doch vorher, oder? Oder sagen die... Das meine ich auch, dass sie es vorher wissen müssten. Also, das heißt... Das Bodenpersonal, das den Flieger betanken muss. Wir kommen jetzt zum Turnaround. Und dann fängt das Bodenpersonal an, Dinge zu tun. Ja, was machen sie denn dann? Also, ich kann mir A nicht vorstellen. Bin ich total... Was machen wir dann? Was bleibt denn da noch aber übrig? Aber warum macht das der Co-Pilot jetzt bei B, wenn der Pilot beim Landen nochmal durchstartet? Also, der Turnaround kann aber wirklich sein, dass der Fluglotse, der im Tower sitzt, sagt, sorry, schlechtes Wetter, Turnaround, flieg weg, was guck, dass du Land gewinnst. Ja, aber der Fluglotse sagt denen das schon sehr viel früher. Also ein bestimmter Fluglotse sagt jetzt Turnaround. Ich würde du auch musst jetzt drehen, bevor du... Du hast doch eben noch B genommen, danach hast du A genommen und jetzt nimmst du C. Ja, aber du bist ein so toller, so ein eloquenter Überzeuger, dass du mich jetzt überzeugt hast. Pass auf, ich bin für B oder C und du entscheidest. Du hast eben gut entschieden. Ja, ja. Du hast dich doch eben schon entschieden. Ja, ja. Und warum jetzt nicht mehr? Ja, ich entscheide mich für C. Ja, dann nehmen wir C. Schimpfst du mal mit mir? Ich schimpfe überhaupt nicht mit dir. Ich war mir nicht sicher. Ja. Und jetzt. Ich hätte da eine Idee. Welche? Etwa eine Dreiviertelstunde für ein Kurzstreckenflugzeug und knapp 2 Stunden für einen großen Flieger. Dies sind die Zeiten, die am Flughafen für den Turnaround eingeplant sind. In dieser Umdrehzeit wird die soeben gelandete Maschine wieder für den nächsten Flug startklar gemacht. Sobald die Passagiere den Flieger verlassen, finden parallel Reinigungsarbeiten, die B- und Entladung, Essenslieferungen und natürlich auch die Betankung durch das Bodenpersonal statt. Ja, ein Fachbegriff. Antwort A ist die richtige. Es bleibt bei 2500 Euro. Das ist gemein. Ich glaube, der Elton hätte es gewusst. Erleichtert. Ja, nach der Erklärung von Bernhard, ja. Das Flugzeug muss halt wieder zurück. Aber wir widmen uns der Kategorie Bayern. So, wir haben Bayern, aber wir haben ja noch das Publikum. Ja, stimmt. Wir müssen uns gar nicht anstrengen. Die letzte Frage in dieser Runde. Das älteste datierte Bauwerk Münchens aus der Mitte des 13. Jahrhunderts ist ein A. Karussell, B. Brauhaus oder C. Toilettenhäuschen. Ich meine, ich habe mal sowas gesehen. Ich glaube, es ist ein Toilettenhäuschen. Aha. Ich meine, ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen oder so. Aber das ist über Toilettenhäuser, was du dir alles so anguckst. Brauhaus kann natürlich sein, schließe ich aber aus, es ist mir zu einfach. Ja. München, Tradition, Bierbrauen, das ist mir zu blöd. Karussell. Gab es damals schon Karussells? Das ist das 13. Jahrhundert. Ja, das Toilettenhäuschen. Ich frage mich halt nur Toilettenhäuschen, ob man das tatsächlich wirklich so als Bauwerk bezeichnen kann. Kannst du ein Karussell als Bauwerk bezeichnen? Danke, Julia. Kennst du ein bekanntes Karussell, das da jetzt schon seit Ewigkeiten in München rumsteht? Nee, aber ich kenne auch das Toilettenhäuschen. Das ist super bekannt. Ja, aber. Wenn es danach geht, würden wir das Brauhaus. Ja, aber das ist wieder zu easy. Okay. Du bist fürs Toilettenhäuschen. Wenn du das sogar schon irgendwo mal gesehen hast. Ich kann ja trotzdem noch mal das Publikum fragen. Wir fragen auf alle Fälle das Publikum. Ja. Also was sagt ihr denn? Hat irgendwer eine Ahnung? Ja. Wollte gerade sagen, neben der Frage, was sagt ihr, ist ja erstmal die Frage, wer sagt hier was? So, die Frau sieht auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig aus. Ja? Grüß dich. Hallo. Ich bin Gabi. Hallo, Gabi. Gabi, wo kommst du her? Aus Hamburg. Warst du schon mal in München? Ja, aber das hat mir jetzt damit auch nicht weitergeholfen. Aber tatsächlich war meine erste Intuition, und ich habe das auch sofort gesagt, das Toilettenhäuschen. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber... Alles klar. Also, Antwort C, Toilettenhäuschen, Gabi ist eingeloggt.
Dann gucken wir mal das älteste Bauwerk. Bei archäologischen Ausgrabungen in der Münchner Innenstadt wurden Überreste eines auf die Jahre 1260-61 datierten Bauwerkes gefunden. Der älteste Bau der vergleichsweise jungen bayerischen Hauptstadt ist eine einfache Toilettenanlage, auch Latrine genannt. Also Holz- oder Steinbänke mit runden Aussparungen. Meist waren sie mehrsitzig und besaßen keine Trennwände, sodass die damaligen Münchner ein Schwätzchen halten konnten, während sie ihr Geschäft erledigten. Sehr gut, Charlie. Glückwunsch. Dankeschön. Viel Glück fürs Finale. Drücke die Daumen. Und soll noch mal einer sagen, dass das Fernsehen nicht bildet, ne? Ja. Sehr gut gemacht. Ja, damit haben wir folgenden Zwischenstand vorm Finale. Bernhard und Jürgen Drews haben 2.500 Euro erspielt. Elton und Jolina Drews haben 2.500 Euro erspielt. Und damit kommen wir zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Yes. Was kommt jetzt? Jetzt müsst ihr einen Geldbetrag setzen. Also. Wir probieren es aus. Ja. Ganz wichtig ist, du musst jetzt leise sein und erst warten, beide Teams alle drei Sachen gesagt haben gesetzt. Nicht bei A sagen, ja, 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 weil dann wissen die Bescheid. Und damit kommen wir zur Masterfrage. Wer wurde von der Musikzeitschrift Rolling Stone zum besten Gitarristen aller Zeiten gewählt? A. Eric Clapton, B. Jimi Hendrix oder C. Jimmy Page. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Auf jeden Fall Jimmy Page. Jederzeit. So, ihr dürft noch, ihr müsst was eintippen, ihr dürft wechseln, ihr dürft tippen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Da ist der ein bisschen besser. Beide Teams haben sich für eine Antwort entschieden. Beide Teams haben einen mein Betrag stand gesetzt. Da gar nicht. Meiner auch nicht. Stand da auch nicht. Ich bin gerade sein Name war nicht dabei. Nee. Ja. So, meine Damen und Herren, es ist angerichtet für die Entscheidung. Bernhard und Jürgen haben gesetzt. Alles. Jawohl. Elton und Jolina haben gesetzt. Alles! Jawohl! Alles, nichts, oder? Und auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Jürgen? Ja, ich meine, es hätte Jimi Hendrix. Achso. Okay. Ihr habt auf Antwort A Eric Clapton gesetzt. Elton und Jolina. Ich hab Angst. Jimmy Page. Antwort A oder Antwort C. Es geht um 5.000 Euro. Wer macht hier das Rennen? Wow, ganz schöner Batzen Geld. Verdammte Scheiße. Ich meine, Jimi Hendrix hätte es ja auch gut sein können. Woodstock, das große Festival. Ja, aber der hat nicht virtuos gespielt. Der hat einfach mal nur drauf los. Ich glaube, also A, aber der hat A oder C. Der hat die Nationalhymne gespielt damals. Die Amerikaner sind völlig ausgeflippt. Weißt du, Woodstock? Das große Open-Air-Festival. Ja, ja, ja. Und zum besten Gitarristen aller Zeiten wurde gewählt Jimi Hendrix. Ich glaube, ich spinne. Das gibt's doch. Oh nein! Je rockiger, Jimi Hendrix. Aber daran siehst du, je rockiger, desto besser. Das wird immer nach oben gewählt. Oh nein! Und ich jetzt habt ihr, jetzt so habt ihr die Hand schon dran gehabt am großen Weihnachtsgeld und dann das. Ah. Nee, ich hätte ihn aber auch nie gewählt. Also, so kann es gehen, aber... So schlecht habe ich gar nicht gedacht. Ja, 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 aber ich gut. Dachte, Mensch, Jimi Hendrix... Du hast nicht so schlecht gedacht, nein, aber nicht gut genug. Ja, ist, aber... So aber kann ich es bei uns gehen. Zum Glück passiert es nicht so häufig, meine Damen und Herren. Kein Geld in dieser Runde für unser Publikum, kein Geld für unsere App-Mitspieler heute Abend. Aber wir haben viel Spaß gehabt mit Jürgen Drews und Jolina Drews. Alles Gute für euch, frohe Weihnachten für euch. Alles Gute, danke fürs Zuschauen, fürs schönen Freitagabend noch, schönes Wochenende. Tschüss.